Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum vierten Uras Wi-Fi-Kampf. Falls ich mich ein bisschen anders anhöre, sonst tut es mir leid. Ich bin erkältet, aber ich muss heute zumindest einen Kampf aufnehmen, damit ich für Montag einen habe. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach kurz das Team durch. Ich habe sie immer in der Kampfbox, deswegen dachte ich mir, mache ich es jetzt schnell hier am PC. Wir haben Crossbow Viridian mit dem Fokusgurt. Redlichkeit als Fähigkeit natürlich. Und ja, wir können sehen, es hat Laubklinge, Steinkante, Nahkampf und Schwertanz. Kann recht gut Setup sweepen, ist unser Main-Pokémon, was Pflanzenattacken angeht natürlich. Sollte gegen sowas wie Moorlord helfen. Das Ganze ist übrigens ein AU-Kampf, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Dann haben wir Piondragi, das wir jetzt das erste Mal sehen, mit dem Namen Romanov. Kann ebenfalls den Schwertanz, kann aber außerdem Nassschweif, Gifthieb und Abschlag und hat die Bonusbeere, um sich gegen Donnerwelle und Erdlicht zu schützen. Dann haben wir Zaplarang, dem ich leider keinen Spitznamen geben kann, weil mir das mal geschenkt wurde. Mäßiges Wesen mit der Offensivweste und dann Voltwechsel, Gigasauger, Flammenwurf und Ampelleuchte. Ist ein typisches Coverage-Set. Ich wollte zuerst mein physisches Zaplarang mitnehmen, aber es hätte nicht wirklich ins Team gepasst. Dann haben wir Ari. Ich weiß, sehr kreativer Spitzname, unser Vulnona. Es ist speziell defensiv tatsächlich. Ich habe mir gedacht, 100 Base Special Verteidigung könnte man mal ausprobieren. Ehrlich gegen physische Angreifer und dann Aussetzer, Bürde und Flammenwurf. Ich weiß nicht, ob das Set funktioniert, ich habe es noch nie gespielt, aber hey, warum nicht ausprobieren? Dann haben wir Jared, das Vermicula, das haben wir schon öfter gesehen. Froh, Übereifer und Lebenorb. Und dann Eisenschädel, Kreuzschere, Steinkante und natürlich der Clownwetzer, um der Fähigkeit entgegenzuwirken. Und dann als letztes Gigalift mit Explosion, Tarnsteine, Erdbeben und Steinkante und der Eipfelbeere, die wir ja in Oras bekommen konnten. So, ich denke, das war's soweit zum Team. Ja, wir haben eine Bodenschwäche, das weiß ich. Aber ich denke einfach, dass Viridium und Zaplarang die ganz gut abfangen können. So, wurde mit in die Credium raus. Ich weiß nicht, ob er den Kampf auch auf seinem Kanal hochlädt, denn ich weiß, er wollte anfangen mit Poketubing und so. Falls ja, steht es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. So. Ich weiß nicht, ob das Team funktioniert. Ich habe es nicht getestet, denn ich habe es mir heute relativ schnell zusammengeworfen. Ich war mir nicht mal sicher, ob ich heute aufnehmen soll, aber ich möchte gern meinen Uploadplan einhalten, so gut ich kann. Und deswegen habe ich nicht wirklich eine andere Wahl. Ich weiß nicht, ob wir mit Gigalith leaden werden. Das kommt darauf an, was er im Team hat. Und ich mache mich schon mal darauf, dafür bereit, sein Team. Das Pokémon-Team auf der gegnerischen Seite. Kurzer Cut. Okay, da sind wir wieder. Er schreibt, jetzt sollte es gehen. Dann fordern wir ihn nochmal zum Kampf heraus. So. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie gut das Team funktioniert. Aber ich hoffe, dass wir nichts hoch verlieren. Man muss sagen, Ecredium ist ein echt guter Spieler. Er ist wirklich nicht schlecht. Das kann man bei ihm nicht anders sagen. Er hat mich mal ziemlich hart abgezogen mit einem Doublade. Oder Duoklis, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Okay, er hat ein paar sehr interessante Pokémon dabei. Er hat dabei Sandama. Rotomo. Hat er irgendwelche doppelten Schwächen? Zwei Eisschwächen, glaube ich. Zwei Flugschwächen, die wir aber nicht nutzen können, denke ich. Zwei Wasserschwächen hat er. Du hast eine Kampfschwäche und eine Feuerschwäche. Hatte ich schon erwähnt, dass er zwei Feuerschwächen hat? Womit liegen wir? Die Frage ist, was predicten wir, womit er leidet? Wir leiden mit Romanov. Oder? Nee. Du sollst nicht teilnehmen. Du auch nicht. Wir liegen mit Zaplarang. Denn Zaplarang kann Volt switchen.
Und uns damit eventuell ein bisschen Initiative geben. Ich könnte natürlich auch einfach die Kamera weiter nach unten machen. Das wäre natürlich auch eine Option. Icredium will mit dir kämpfen. Er startet mit Sunday 9 AM. Das ist ein guter Spitzname. Ich weiß nicht. Wir gehen auf den Flammenwurf. Einfach eiskalt. Wenn er drinnen bleibt, vielleicht will er uns tricken. Wenn er rausswitcht, ist das auch kein Problem. Ja, er setzt Voltwechsel ein. Hätten wir auch machen können, aber ich wollte nichts riskieren. Ich muss mir nebenbei unbedingt aufschreiben, welche Pokémon wir schon besiegt haben von ihm, weil ich bin fürchterlich da drin, mir sowas zu merken. Er geht in sein eigenes Zapplerang. Die Frage ist, was für... Ist ein physisches Zapplerang oder ein spezielles? Wir werden es erfahren. Ich gehe auf den Gigasauger. Ob wir schneller sind oder einfach einen Speedteil gewonnen haben, ist schwer zu sagen. Aber ich möchte eigentlich nur scouten, was für einen Move er einsetzt. Okay, er ist ein physisches. Das ist vollkommen in Ordnung. Denn wir werden einfach weiter. Gehen wir nochmal auf den Gigasauger. Er könnte den Drain Punch haben, das ist das Problem. Wie Gigasaug nochmal. Ich will einfach nur scouten, was er für Moves hat gerade. Es könnte nämlich auch sein, dass er das Ding mixed spielt. Das habe ich auch schon gesehen. Okay, er ist auch ein Mixed Set. Und ausgehend von dem Schaden. Ich meine, wir können jetzt schon einfach die ganze Zeit Gigasaugen. Aber das möchte ich nicht. Deswegen Volt wechseln wir hier. Und Gigasauger weiter einsetzen wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen. Aber ich wechsle hier an Ari, falls er nochmal auf den Gigasauger geht. Ja, er sollte uns nicht wirklich Schaden machen. So, seine... In was würde er reinwechseln? Ich glaube, ich gehe einfach auf das Irrlicht. Denn seine beste Wahl wäre vermutlich das Sandama. Wir kriegen ihn verbrannt, das ist gut. Denn das ist einfach permanenter Schaden. Ja, der Voltwechsel war zu predikten. Macht mir mehr Schaden, als mir lieb ist, wenn ich ehrlich bin. Er geht in Red Falco. Ja, das war relativ offensichtlich. Denn gegen das Ding können wir nicht viel machen. Wir haben eigentlich nur die Wahl, in Gigalift zu wechseln. Ja, wechseln in Gigalift. Kann sein, dass er Erdbeben oder Steinkante oder so drauf hat. Das ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Aber ich will hier kein unnötiges Risiko eingehen. Hat den Delegator. Okay. Ja, natürlich den Temposchub. Das war klar. Aber wir haben... Ich könnte Steinkante einsetzen. Ich könnte jetzt predikten, dass er mein Erdbeben prediktet und quasi in sein Dingens rauswechselt. Aber... Nein, okay. Das wäre mir viel zu risky gewesen. So, ich hoffe, dass ein Erdbeben reicht bei plus 1. Aber das dürfte es eigentlich.
Ja, okay. So, ich gehe wieder aufs Erdbeben. Denn er hat zwei Pokémon, die das abfangen können. Aber keins von den beiden kann das gegen Vulnona machen. Das heißt, wir haben da einen sicheren Switch-In. Ja, er benutzt die Staffette, okay. Sowas habe ich schon fast gerechnet, dass er ein Staffette-User ist. Aber man will halt kein unnötiges Risiko eingehen. Er muss eigentlich entweder an Rotom oder Dingens gehen. Ja. Okay, aber wie gesagt, er könnte auf den Abschlag gehen oder auf den Gigasauger. So, nehme ich, brauche Zapplerang noch. Im Grunde geht es gerade darum, was ich bereit bin zu opfern. Geralt ist ziemlich gut eigentlich gegen das. Gegen das Nibona. So, das Gigalift das einzige ist von uns, was wirklich was gegen Junglut machen kann. Gehe ich in Zapplerang, seinen Abschlag prädiktend? Frage ist, ob er Flammenwurf hat. Ich hoffe einfach mal, dass er nichts hat, was wirklich. Also, ich hoffe, er hat keine Feuerattacke im Grunde. Denn. Okay, er geht auf den Gigasauger. Das heißt, ich hätte locker eine Flamara wechseln können. Verbrennung tut ihm jetzt natürlich weh. Und wir gehen. Gehen wir einfach auf den Nahkampf. Nein, wir gehen auf die Laubklinge. Wie langsam. Also entweder hat er eine Attacke mit einer geringen Priorität eingesetzt, oder das Ding ist noch viel langsamer als ich dachte, denn er ist endlich auf plus 2 durch die Speed Boosts. Okay, er schickt hier rein. Die Frage ist, kann ein Sneebel uns one-shotten? Wir sind ein Rivizian. Und jetzt muss ich einmal gucken, wie Sneebel auf Englisch heißt. Weiterentwicklungsniveau. Das ist Weavile, das weiß ich, aber wie heißt die Vorentwicklung? Wir haben noch 70, 71 Sekunden, ist alles gut. Sneebonner ist Sneasel. Sneasel. Sagen wir, es ist ein PU Life Orb Set. Er ist schneller als wir und könnte uns mit einem Icicle Crash one-shotten. Also gehen wir in Jarrett. Besteht natürlich die Gefahr, dass er ein Setup-Set ist. Ich sehe gerade, was für gute Stats das Ding eigentlich hat. Ja, er geht auf den Icicle Crash. Ich weiß nicht, wie gut wir den wegstecken. Okay. Alles gut. Er könnte uns mit dem Knock-Off noch gut Schaden machen. Das Problem ist halt, wir haben jetzt das Risiko, dass unsere Attacke daneben geht. Aber wir sind schneller als er. Nee, sind wir gar nicht. Er ist schneller als wir mit seinen 115 Speed.
Ich will kein Risiko eingehen. Wir gehen einfach auf den Eisenschädel. Er wechselt aus. Wir hätten ein Setup machen können. Shit. Aber ich wollte halt nicht ein unnötiges Risiko eingehen. Er schickt Moly rein. Und ja, die Attacke geht daneben aufgrund unserer Fähigkeit. Natürlich. Aber ich wüsste nicht, was Moly... Wie spielt man das Ding dann normalerweise? Und wie heißt du auf Englisch? Sandile? Ne, nicht Sandile. Sandslash. Sandslash, bist du. Ja gut, aber das ist jetzt... Ich glaube nicht, dass das Ding wirklich was gegen Crossbow machen kann. Er könnte natürlich jetzt einen Double Switch machen. Mind Switch predictend. Aber... ich weiß nicht, ob er bereit ist, das Risiko einzugehen. Er geht einfach nur auf die Tarnsteine, okay. So, mal angenommen, er erwartet jetzt die offensichtliche Attacke. Dann würde er höchstwahrscheinlich in... Warte, müssen wir einmal aufschreiben, dass wir Zapdarang los sind. Wenn er die Laubklinge predicted... Dann würde er höchstwahrscheinlich ins Niesel wechseln. Dann könnten wir das Spielchen von vorhin nochmal spielen. Es kann aber sein, dass er in Junglut wechselt. Wir gehen auf die Laubklinge. Ich wollte auf Nahkampf gehen, aber... Er schickt Red Falco rein. Okay, da wäre der Nahkampf definitiv die bessere Wahl gewesen. So, aber die Frage ist, Jungblut ist doch nicht... Jungblut ist doch nicht schneller als ein Virizion. Nein, bei weitem nicht. Nicht ohne ein paar Speedboosts. Also können wir hier... Können wir es hier hoffentlich mit einem Nahkampf einfach rausnehmen? Nein! Oh, komm schon, die paar HP. Ah, aber er wollte auf den Delegator gehen. Wofür er jetzt leider zu schwach ist. Und das heißt, wir können mit einer Laubklinge draufhauen. Ja, doch. Die Laubklinge kommt durch und damit geht Jungblut down. Er hat vermutlich mit einem Switch von uns gerechnet. Vielleicht dachte er, wir sind gechoiced. Das kann natürlich sein. Er dachte, dass wir ein Choice-Item tragen, denn ich glaube, wir waren noch nicht lange genug drin, um zweimal anzugreifen. Ist aber ein echt gutes... Also ich muss sagen, ich finde sein Team ziemlich stylisch. Also Sneebel und Jungblut gibt schon mal ordentlich Style-Punkte. Ja, wir können gegen Rin definitiv nicht drin bleiben. Müssen wir aber auch nicht, denn wir können... Wir können Jared opfern. Wir können Jared hier ganz ehrlich einfach opfern. Es lohnt sich nicht, es aufzubewahren. Er geht ja noch auf den Eiszapfenhagel. Wäre natürlich cool gewesen, hätte er den gemisst, aber nein. Wir können ihn zwar noch tanken, aber... Moment, wir haben 35 KP verloren, ne? Wir gehen auf die Kreuzschere, nicht auf den Eisenschädel. Denn wenn er Rotor Mo reinschickt... Er schickt Rotor Mo rein. Komm, connecte die Kreuzschere. Connecte. Yes! Yes! Ah, das war doch... das war doch mal... richtig nice. Ja, jetzt ist ihm aber auch klar... Hätte ich die Tarnsteine rausbekommen, wäre das Ding schon lange, also hätte er nicht so einfach wechseln können, aber man will ja kein Risiko eingehen. Er geht ja auf den Fußkick und der dürfte uns rausnehmen. Okay. Dann schicken wir hier jetzt Gigalift rein.
Denn beide seine Schwebe-User sind down. Und das heißt, wir können an dieser Stelle einfach auf das Erdbeben gehen. Er kann eigentlich nicht drinnen bleiben, wollte ich gerade sagen, denn er wird uns nicht one-shotten. Geht hier in Moly. Das Erdbeben macht nicht schlechten Schaden. Ich werde hier in Zablarang wechseln. Denn ich muss es mir aufbewahren. Ja, er geht auch auf das Erdbeben. So, jetzt ist die Frage. Wir können auf die Ampelleuchte gehen. Wir können auf den Gigasauger gehen oder auf den Voltwechsel. Oder theoretisch auf den Flammenwurf. Ich würde die Ampelleuchte bevorzugen, falls er jetzt Sneeble reinschicken will. Denn Sneeble dürfte keine Ampelleuchte überleben. Flammenwurf oder Gigasauger, falls er drinne bleibt. Ich gehe auf die Ampelleuchte. Er bleibt drin und geht auf den Abschlag. Das ist ärgerlich, da hätten wir lieber auf den Gigasauger gehen sollen, aber okay. Das macht auch gut Schaden. Und jetzt können wir auch auf den Gigasauger gehen, wir werden keinen Angriff überleben. Nein, okay. Ich hatte gerade noch kurz gehofft, aber nein. Dann würde ich sagen, gehen wir hier einfach in Crossbow. Und ja, Laubklinge oder Nahkampf. Ist relativ egal, wir können sowieso nicht drinnen bleiben, da er dann Sneeble reinschicken wird. Und es hätte sein können, dass er jetzt meine Laubklinge prediktet und deswegen ins Sneeble wechselt, deswegen bin ich auf Nahkampf gegangen, aber wir können sowieso nicht drinnen bleiben gegen Sneeble. Von daher ist das egal. So, jetzt ist außerdem noch sein Sandama weg. Und könnte unser Volnona. Nee, oder? Ninetales mit vollem HP und Special Defense Investment gegen ein Pio Life Orb Sneasel. Wow. Was? Macht das echt nur so wenig? Selbst ein Icicle Crash würde nur 31% machen maximal. Das heißt, Knockoff würde uns 48 machen. Aber okay, jetzt muss ich einmal überlegen. Er hat nur noch das Ding und das Apoqualyp. Die Frage ist halt, welches meiner Pokémon könnte am ehesten was gegen Apoqualyp machen? Muss ich Romanoff behalten? Ich habe nicht mehr schnell genug ausgewählt. Ich wollte gerade in meinen Romanoff wechseln. Aber ich habe es nicht schnell genug ausgewählt. Aber könnte er... Er kann doch mein Drapion nicht one-shotten. Sneasel one-shottet doch kein... Kein Drapion, ne, ich wollte gerade sagen.
Knock-off wird zwar nicht killen. Aber würde den Gift-Hieb garantiert killen? Eigentlich ja. Also solange er nicht crittet, sterben wir nicht. Solange er jetzt nicht crittet, ist alles gut. Das dein Ernst? Wow! Ich glaub's nicht. Jetzt verlieren wir das. Jetzt verlieren wir das, weil wir nichts. Weil wir nichts Vernünftiges mehr gegen das scheiß Wasserding haben. Ey, der. Nee, das kann doch nicht dein Ernst sein, der Crit Flinch. Das ist so lächerlich! Oh mein Gott, ist das lächerlich! Oh mein Gott! Nee, tut mir leid, aber den Kampf hat er unverdient gewonnen. Aber komplett unverdient. Nennt mich Salty, wenn ihr wollt, aber der Kampf war komplett unverdient gewonnen von ihm. Nee, sorry, aber. M-m. Wow. Wow, bin ich salty. Na gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonnieren, kommentieren, gut bewerten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.